Hallo? Ich suche Metall. Auf unserem Kanal, wie ihr seht. Heute gibt es wieder eine Spielplatztour und ich befinde mich schon auf dem ersten Spielplatz. Hinter mir, dort, war eigentlich bis vor kurzem noch ein Klettergerüst, das ist jetzt weg. Gut für uns, jetzt können wir genau dort suchen, wo die Kinder gespielt haben, wo man sonst nicht rankommt. Schlecht für die Kinder, ich hoffe, da kommt bald ein neues Klettergerüst, aber nichtsdestotrotz, wir fangen an. Heute werden ein paar Spielplätze abgeklappert. Das ist der erste Spielplatz, ich hoffe, wir schaffen so 10 Spielplätze, das ist so das Ziel für heute. Und ja, ich habe natürlich meinen Metalldetektor dabei. Und wir sehen uns beim ersten Signal. Ich hoffe, wir finden heute ein bisschen Geld und vielleicht auch den einen oder anderen Spuck. Ich bin gespannt, wie viel wir insgesamt zusammenkriegen. Na toll. Diese Geräuschkulisse im Hintergrund hat voll mein Intro gecrashed. Naja, egal. So, dann stellen wir uns mal ein bisschen hier was ein. Ja, das sollte eigentlich reichen. Und dann geht's los. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen was finden. Bin gespannt, Da ist auch schon das erste. Ach gut, den Müll nehmen wir natürlich auch mit, der gehört dazu. Und gleichzeitig machen wir natürlich die Spielplätze ein bisschen sauber, das ist immer gut. Und da ist das erste gute potenzielle Geldsignal. Ich muss ein bisschen lauter reden, sonst hört ihr mich wahrscheinlich nicht. Und wir haben die erste Münze für heute, 20 Cent. Das geht auch gut los. Die stecke ich natürlich ein und dann gucke ich hier im Umkreis, weil wo eine Münze verloren wurde, ist manchmal auch mehr. In dem Fall aber nicht. So, endlich das nächste Signal an den Schaukeln und an dem Ort, wo früher das Klettergerüst stand, war leider nichts. Dafür haben wir hier das nächste Geldstück, 50 Cent. Damit sind wir insgesamt 70 Cent. Das ist schon mal okay für die ersten 10 Minuten. Und ja, mal sehen, ob hier noch was auf dem Spielplatz ist. Wenn nicht, dann fahren wir auf jeden Fall gleich zum nächsten. Aha. Das klingt gut. Und die nächsten 20 Cent, 90 Cent sind wir jetzt. Das ist oh, schon fast ein Euro. Hätte man auch mit einer Münze haben können, aber ich beschwere mich da auf keinen Fall. Weil wir können froh sein, dass wir überhaupt schon was gefunden haben. Das muss nicht immer so sein. Das Signal klingt eher nach Müll. Oh nein. Okay, es sind 5 Cent. 95 Cent haben wir damit. Und ich würde sagen, jetzt langsam kommen keine Signale mehr. Wir gehen auf den nächsten Spielplatz. Okay, zweiter Spielplatz. Der sieht ganz gut aus. Wir haben auch eine große Schaukel da im Hintergrund. Das sollte einiges bringen, hoffe ich. Klingt sehr gut, das Signal. Oh, ist aber ganz schön tief gewesen. Und es ist der älteste Euro der Welt. Portugal, 1 Euro. Und zwar richtig dunkel, aber Euro ist Euro, Geld ist Geld. Egal wie dreckig es ist. Dann kommen wir mal zu dem Gegenstand hier. So eine Art Drehscheibe. Und da fliegt auch gerne mal, ja, gerne mal ein bisschen Geld nach außen. Oh, perfekt, der nächste Euro. Der sieht sogar noch ganz gut aus. Den würde ich direkt mit bezahlen. Mit dem anderen eher nicht so. Aber, ja, habe ich mir schon gedacht, dass hier ein bisschen Geld kommen wird. Okay, schade, das war's schon an dem Spielgerät. Aber immerhin ein Euro. Ich freue mich schon auf die Schaukeln, aber da sind gerade Kinder. Aber da gehen wir gleich hin, wenn die Kinder weg sind. Ach, naja, also zu den Schaukeln habe ich es nicht geschafft. Ich muss erstmal wieder warm werden mit dem Live-Publikum. Ja, egal, wir suchen uns mal ein paar leere Spielplätze, weil sonst wird das hier nichts, glaube ich. So, ich habe den nächsten Spielplatz gefunden. Der ist zum Glück ein bisschen leerer als der andere. Das heißt, hier sollte uns nichts und keiner stören. Auf geht's! Oh, Kronkorken oder Geld? Ah ja, Sternburger, na klar. Typisches Spielplatzgetränk, wer kennt's nicht. So, das ist aber kein Kronkorken, das weiß ich. Das höre ich. Hä? Ach, da ist doch 10 Cent.
Und daneben noch ein Geldstück. Und zwar 20 Cent. Das läuft doch. So muss das sein. Und das nächste Signal sehe ich auch schon. Das steckt hier nur ganz wenig im Sand. 10 Cent. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, was ist das denn? Das... Hä, was ist das? Ist das eine Art Fernbedienung oder was? Schreib's mal in die Kommentare. Das würde mich ja interessieren. Aber sieht für mich so aus. Lässt sich auch so drücken wie eine Fernbedienung. Interessant. Oh ja, das hört sich auch gut an. Oh yeah, 1 Euro. Geil. So muss das laufen. Der Spielplatz, der lohnt sich gerade. Das ist schön. Also das war der bis jetzt ergiebigste Spielplatz, würde ich sagen. Aber ich bin gespannt. Ich denke mal, wir finden heute noch einen besseren Spielplatz. Irgendeinen abgelegenen, wo noch niemand vorher suchen war. Dann werden wir da 100 Euro drauf finden. Naja, mal gucken. So, dann probieren wir es mal hier. Für mich ist das erste Mal auf einer Parcoursanlage. Ich war selber noch nie drauf, aber hier könnte einiges verloren gegangen sein bei den ganzen Salti und so. Ich bin gespannt. Aber der Boden ist Mulch. Es geht eigentlich nicht so gut was verloren. Egal, wird schon was kommen. Erstes Signal und ich brauche gar nicht graben. Sag ich doch. Eigentlich dürfte man hier nichts verlieren, aber naja, anscheinend geht doch ein bisschen was verloren. 1 Euro, das ist nicht schlecht. Und naja, das macht doch Hoffnung auf mehr, oder? So, letztes Signal hier für dieses Gelände zumindest. Weil irgendwie so ergiebig ist das nicht hier. Und einfach zu graben schon gar nicht. Nee, das ist doch nicht. Das ist einfach ein Nagel. Das kann es nicht sein. Nee. Da ist es. Was ist das denn? Na toll, Jack and Jones, irgendwie was von der Kleidung, denke ich mal. Das ist jetzt nicht, das ist das Gelbe vom Ei. Gut, Standortwechsel, würde ich sagen. So, hier ein kleines Signal auf so einem Minispielplatz. Also wirklich mini, so 4x4 Meter vielleicht. Na komm, das ist doch bestimmt ein Spielplatz, ach, ein Spielplatzauto, ein Spielzeugauto. Bei dem hohen Leitwert. Oh, ein Mini-Cars. Cool. Also ein Mini-Lightning McQueen meine ich natürlich. Wow, der ist echt cool. Leg ich mal hier zur Brille. Die habe ich aber nicht gefunden. Die hat irgendwer hier einfach vergessen. Hallo. Ich suche Metall. Guck mal, willst du das Spielzeugauto hier haben? Je kleiner der Spielplatz eben war, desto größer ist der Spielplatz, der jetzt gerade hinter mir ist. Und ich hoffe, dass hier wirklich viel ist, weil der ist echt groß, mehrere Schaukeln, eine Seilbahn, da muss eigentlich was kommen. Okay, erstes Signal auf diesem Spielplatz hier. Und ich denke, dass das unser erstes 2-Euro-Stück sein wird. Hat nämlich einen 76er Leitwert. Also drückt alle die Daumen. Yes! 2 Euro. Das lohnt sich doch so richtig. Ha. Okay, ich bin positiv gestimmt diesem Spielplatz gegenüber. Und hoffe, hier wird noch einiges kommen, ey, bitte. Gut, das Geld ist ganz frisch verloren worden. Das ist aber auch nicht gestellt. Das war wirklich einfach direkt an der Oberfläche. Oder es ist bei einem Tritt in den Sand irgendwie wieder hochgekommen. Kann ja auch sein. Aber sah schon relativ frisch aus, finde ich. Na gut, immerhin 2,50 auf der Seilbahn. Gucken wir mal hier nebenan bei dem Parcours. Gut, beim Parcours war leider gar nichts. Dann gehen wir mal Richtung Schaukeln. So, zwar nicht direkt bei den Schaukeln, aber wieder ein 77er Signal. Wie das 2-Euro-Stück und es ist wieder eins. Cool. Das ist doch gut. Ja, da kann man sich auf den Detektor verlassen. Wenn es ein 77er Signal ist, dann weiß man Bescheid. Ja, wenn das nicht mal ein ordentlicher Spielplatz ist, ich würde sagen, ich gehe direkt zur Schaukel hinter mir, weil ich habe Angst, dass sie wieder besetzt ist und ich dann wieder nicht suchen kann. Ansonsten ist der Spielplatz hier aber auch richtig groß. Das macht Hoffnung. Okay, 90er Signal ist eigentlich ein bisschen zu hoch für Geld. Nein, das ist 1 Euro. Das ist interessant. Der lag dann ja komisch in der Erde. Egal, Euro ist Euro. So, gibt's hier noch was? Nein, schade. Tja, was soll ich sagen? Ich bin der Meinung, irgendwer hat nach der Saison die ganzen Spielplätze schon abgeräumt.
Das heißt, wir müssen mehrere Spielplätze abklappern, um ein bisschen was zusammenzukriegen. Ist dann halt so. Für euch ist es ja kein Unterschied. Aber ich fahre nochmal zum nächsten. Ich glaube, wir haben jetzt bestimmt schon 8 oder 8 Spielplätze oder so. Egal, weiter geht's. Ab zum nächsten Spielplatz. Naja, der Spielplatz sieht auch etwas trostlos und alleingelassen aus. Aber wer weiß, wenn hier noch keiner suchen war, dann könnte sich hier über die Zeit ein bisschen was angesammelt haben. Vielleicht. 2 Schritte auf den Spielplatz gemacht und schon das erste Signal. Und es sind tatsächlich 2 Euro. Und guckt euch an, wie alt die sind. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, hier war noch niemand suchen. Und ja, ich denke mal schon, dass sich hier ein bisschen was angesammelt hat. Und hier lassen mich auch nicht die Schaukeln im Stich, sondern werfen auch noch ein bisschen Kleingeld ab. 10 Cent, immerhin. Das nächste 77er Signal. Wenn das jetzt das zweite 2-Euro-Stück auf diesem Spielplatz ist. Ach, schade, hä? Was ist das denn? Das Geld kenne ich auch noch nicht. Israel. Verstehe. Ey, cool. Habe ich auch noch nie gesehen, die Münze. Hat aber den gleichen Leitwert wie ein 2-Euro-Stück. So viel weiß ich schon mal. Nächstes Signal. 81er Leitwert. Und relativ tief. Oh. Ach, guckt euch das an. Das ist einfach ein Ladestreifen. Aus dem Zweiten Weltkrieg, denke ich mal. Hier stehen 4 Patronen drauf. Und ein Ladestreifen auf dem Spielplatz. Das ist schon krass irgendwie. Aber ja, das wird irgendwie über den Sand hier raufgekommen sein. Ich denke mal nicht, dass der Spielplatz so alt ist. Ey, aber krass. Hoffentlich ist hier keine scharfe Munition mehr. Boah, ey. Also der Spielplatz, ich habe wirklich eigentlich nicht viel erwartet bei dem. Weil der halt, wie gesagt, so trostlos aussieht. Aber hier kommt echt nach und nach Geld zum Vorschein. 20 Cent. Das läuft doch. Okay. 54er Leitwert ist jetzt nicht das höchste. Oh. Aber es ist doch eine Münze. Das hätte ich nicht gedacht. Ein irgendwas. Okay. Ja, von 2008. Na gut, es geht. 12 Jahre. Das ist okay. So, ich glaube, das war's dann auch mit den Signalen auf diesem Spielplatz. Hier kommt nichts mehr. Und mal gucken, ob ich noch so einen abgelegenen Spielplatz finde. Die sind echt ganz gut. So, das war's schon mit dem Video. Ich habe leider keinen kleinen Spielplatz mehr gefunden, der ergiebig sein könnte. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet von der Tour heute, aber es läuft halt nicht immer so, wie man das gerne hätte. Schmuck war leider keiner dabei, dafür ein bisschen Geld, das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und schreibt gerne rein, falls ihr nochmal eine Spielplatztour haben möchtet, die vielleicht, naja, ein bisschen ergiebiger wird als heute, aber ich zeige euch mal das Zeug. So, wir haben insgesamt gefunden 13 Euro, dann haben wir hier noch einen Ladestreifen, hier diese Fernbedienung oder was auch immer das ist, ein kleines Schloss und noch ein bisschen anderes Zeug. Den ganzen Müll, den ich natürlich wie immer mitgenommen habe, den werde ich auf jeden Fall entsorgen. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, am nächsten Freitag wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein und nächsten Freitag wird erstmal kein Spielplatzvideo kommen. Mal gucken, ob es ins Wasser geht oder in den Wald oder wo auch immer. Aber ihr seid mit dabei und schönes Wochenende.